Herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Marietta Andrehe. Marietta ist nicht in der juristischen Branche tätig und signalisiert somit eine Öffnung unseres Podcasts, auch wie schon in unserem Intro angekündigt, in den Bereich Unternehmertum. Und zwar ist Marietta auch meine Tante, wie ihr am Nachnamen hört, beides wahres Andrehes, ja, EAE am Ende, immer ganz schwierig bei jeglichen Reservierungen, denn sie ist die Cousine von meinem Vater. Liebe Marietta, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, liebe Zoe, ich freue mich sehr, ich finde das wunderbar. Perfekt. Wir haben heute eine große Bandbreite an Themen. Und zwar ist, Marietta, bist du ja im Bereich PR tätig, aber wofür ganz viele natürlich dich vor allen Dingen auch kennen, neben deiner heutigen ausschließlichen PR-Arbeit, ist deine ganz langjährige Zeit bei Chanel und als engste Beraterin und Vertraute von Karl Lagerfeld. Darüber hast du auch ein unglaublich tolles Buch geschrieben, Mein Geheimrat Karl Lagerfeld. Und dazu möchte ich dich natürlich jetzt zuerst ausfragen. Und auch so ein bisschen so, wie kommt man überhaupt zu Chanel? Wie wird man Direktorin Public Relations für Deutschland und Österreich? Und also in dem Buch beschreibst du ja wahnsinnig viele Dinge, dazu kommen wir gleich. Bevor es dazu geht, starten wir aber mit unserer kleinen Fire Round, die wir natürlich entsprechend heute auch etwas angepasst haben. Und da geht es nicht um Tech und um KI, sondern darum, was ist dein Lieblingsparfum? Erstaunlicherweise immer noch Chanel, und zwar Allure Sensuelle, das Eau de Parfum. Das trage ich, seit es damals lanciert wurde, und ich liebe es über alle Maßen. Gigantisch. Ja, zu dem ganzen Beauty-Bereich hast du ja auch, da hast du ja auch viel mitgewirkt, kommen wir auch gleich. Ja, nächste Frage. Was ist so dein Go-To-Lieblings-Outfit? Ja, da gibt es verschiedene. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Gelegenheit an. Aber eines meiner Lieblingsoutfits, weil das so extraordinär ist, ist eine Jacke, die der Karl Lagerfeld mal gemacht hat für seine eigene Kollektion. Und zwar aus Aalleder. Und das Aalleder ist ganz fein, fühlt sich an wie Handschuhleder. Und dann noch on top of it in Knalltürkis. Nein, Lisa. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Die müssen wir uns gleich angucken im Nachgang. Ja, mein Liebes. Vielleicht zeigen wir dann ein Foto im Nachgang. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, und letzte Frage. Was ist dein Lieblingsbuch? Und da darfst du jetzt nicht dein eigenes nennen. Natürlich nicht. Es gibt so unendlich viele Bücher. Ich kann dir gar nicht jetzt auf Anhieb sagen, welches das Lieblingsbuch ist. Oder eins, das dich so besonders bewegt hat mal, oder wo du sagst, wow, das ist nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also wir wissen ja auch aus deinem Buch, Karl Lagerfeld hatte also zigtausende von Büchern, die er alle in seinem einen Haus im Keller gelagert hat. Wie viele waren das? 30.000 oder sowas, ja, das nicht? Nein, weit über 30.000, ja. Irgendwas in der Richtung. Und das Erstaunliche war, dass er genau wusste, in welchem seiner Häuser sich welches Buch befindet. Nein, unglaublich. Und er hatte auch eine spezielle Art und Weise, seine Bücher eben zu sortieren. Ja. Die waren also nicht, wie wir es alle machen, vertikal im Bücherregal. Die lagen flach übereinander gestapelt, weil man so viel besser die Titel lesen konnte. Das habe ich nicht schon immer gewundert. Ich muss immer meinen Kopf drehen, damit ich weiß, was da drauf steht. Das hat er sich damit erspart. Gigantisch. Marietta, ich würde sagen, wir sind ready to go. Du bist auch schon direkt eingestiegen. Also, ich weiß nicht, wo fangen wir am besten an? Die Zeit vor Karl Lagerfeld vielleicht. Du warst schon in anderen Unternehmen tätig, aber bist dann zu Chanel gekommen. Was war so dein Intro bei Chanel? Wo bist du gestartet? Und wie schafft man es, Direktorin Public Relations bei Chanel für Deutschland und Österreich zu werden? Also ich glaube, für viele Zuhörerinnen vor allen Dingen ist ja Chanel auch einfach ein unglaublicher Mythos und so fast schon ein Abstraktum, so... ja. Und die Tatsache, da überhaupt zu arbeiten, geschweige denn Direktorin zu werden, also das klingt ja so gigantisch. Wie war da so dein Weg? Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Bitte gerne. Ich habe erst einmal in München meinen Dolmetscher und Übersetzer gemacht für Englisch und Deutsch. Dann
habe ich in München an so einer komischen Schule unterrichtet. Die nannte sich Presse, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wo Kinder hinkamen, die eigentlich eine Klasse hätten wiederholen müssen, Privatunterricht bekamen, ein Jahr lang, und dann die Aufnahmeprüfung gemacht haben in die nächste Klasse. Und da habe ich Englisch unterrichtet. Aber das hat mich eher gelangweilt. Viel Geld habe ich auch nicht verdient. Ah. Und dann besuchte uns eine Tante, die mit ihrem Mann in Australien lebte. Und die fragte auch, was machst du? Und dann habe ich sie erzählt und habe gesagt, ich bin also nicht so glücklich. Ja, aber Schätzlein, mit deinen Englischkenntnissen, warum kommst du nicht nach Australien? Da kriegst du sofort einen Job. Dann habe ich erst gedacht, was soll ich in aller Welt in Australien? Und fand das ein bisschen sehr weit weg, zumal es mir wunderbar ging in München. Aber irgendwie hat sich diese Idee festgesetzt. Und eines Tages habe ich überlegt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen. Die sagten, wenn du meinst, dass du da hingehen willst, mach es. Hm. Und dann bin ich eben effektiv mit Sack und Pack nach Australien, habe am Anfang bei meiner Tante und meinem Onkel gelebt und habe, mein Onkel war ein sehr guter Innenarchitekt, und die meisten großen deutschen Unternehmen waren in Melbourne. Und er hat eben sehr viele dieser deutschen Unternehmen innenarchitektonisch beraten und hatte einen Freund, das war der damalige Chef von Höchst Australien, dem er vorgeschlagen hat, weil er wusste, dass Höchst Australien ein Kosmetikunternehmen gekauft hatte von einer jungen Australierin, ob das nicht ein toller Job für mich sei. Und ich habe also dann effektiv eine Audienz bekommen bei Dr. von Pence, und der mir sagte, bist du eigentlich verrückt geworden? Du glaubst doch nicht, dass wir in deine Ausbildung investieren und nach einem Jahr gehst du wieder zurück nach Deutschland. Also er hat mir gesagt, no way. Und dann muss ich noch ein bisschen ausholen, weil mein Onkel, meine Tante, wie gesagt, wir lebten in Melbourne, aber die hatten ein Haus am Meer, und es kam Weihnachten. Ich war im August nach Australien gegangen. An Weihnachten waren wir mit den Kindern in dem Haus am Meer, und plötzlich bekam meine Tante einen Rappel und sagte so, und du fährst jetzt mit Joe, das war der Spitzname meines Onkels, nach Melbourne zurück, und du kommst nicht hierher, bevor du nicht einen Job hast. Warum sie das plötzlich fand, weiß ich nicht. Ich glaube, sie hatte meiner Mutter gegenüber oder meinen Eltern gegenüber ein schlechtes Gewissen, dass ich immer noch keinen Job hatte. Ich hatte da rumgejobbt, aber ja, es war alles trostlos. Ja. Aber es war insofern kein Problem, weil man hire and fire, also innerhalb von einer Woche, Usus, ja, überhaupt kein Problem. Also ich bin brav zurückgefahren nach Melbourne und habe mir dann einen Termin gemacht mit dieser Tochterfirma von Höchst, Pro Acton Cosmetics. Mhm. Eine wahnsinnig nette australische Designerin, die nach dem Vorbild von Mary Quant ihre Kosmetikserie entwickeln ließ, sich aber finanziell völlig überschätzt hat und demzufolge eben dann an Höchst verkauft hat. Ah, ja. Und die waren reizend, haben gesagt, ja, also sie interessieren sich immer für Europäer, die gut Englisch sprechen, aber sie hätten leider momentan keine freie Stelle. Aber im Laufe des Gespräches ergab es sich dann, dass sie mir quasi so eine Art Trainee-Geschichte angeboten haben. Und diese Laufbahn, in Anführungszeichen, begann im größten Kaufhaus Melbournes, nämlich Myers Melbourne, wo die natürlich, wie ja auch bei uns, im Erdgeschoss so eine Kosmetikabteilung hatten. Und da trat ich also an. Ich muss kurz das Outfit schildern, das glaubt kein Mensch. Unbedingt. Ein schwarzes Polohemd mit kurzen Ärmeln und darüber eine quietschgrüne, also so Apple-grüne Uniform, so eine Schürze, also so eine Schürzengeschichte, vorne mit dem Projekten-Logo. Mhm. Und natürlich durften wir nicht den normalen Eingang für die Gäste oder Besucher des Kaufhauses nutzen, sondern wir mussten über den Personaleingang gehen. Das war also alles wahnsinnig streng. Um die Geschichte etwas abzukürzen, die Projekten-Leute fanden toll, dass ich da in dem Kaufhaus war,
Aber er hat mir auch versprochen, dass ich irgendwann in das Head Office komme. Und nach einigen Monaten habe ich sie daran erinnert. Und das war dann wirklich prima, denn da habe ich alle Abteilungen durchlaufen, von Marketing über PR, über Schulungen, über, ich weiß nicht, Produktentwicklung. Und das war sehr spannend. Und ich habe also unendlich viel dort gelernt, wovon ich später auch leben konnte und zehren konnte. Habe aber mir eines Tages dann die Frage gestellt, will ich den Rest meines Lebens in Australien verbringen oder wieder zurück nach Europa? Und die Antwort war klar, zurück nach Europa. Ja. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Marbert, die eben auch zu Höchst gehörten, Sitz in Düsseldorf. Und da war eine reizende Gräfin Bona, die zuständig war eben für Schulungen und diese ganzen Geschichten, die mir sagte, ja prima, wenn Sie zurück sind in Deutschland, melden Sie sich. Dann kam ich also zurück nach Deutschland, habe mich gemeldet und man hat mir effektiv einen Job angeboten. Und ich war dann erstmal für Süddeutschland zuständig. Eines Tages rief mich Gräfin Dona an und sagte, ja, also wir brauchen jemanden wie Sie, weil wir haben der bisherigen Chefkosmetikerin gekündigt und sind Sie interessiert an dieser Position. Aber Sie müssten dann nach Düsseldorf kommen. Und dann habe ich erst gedacht, was in aller Welt, wie ich in Düsseldorf. Aber ich bin dann nach Düsseldorf gezogen und habe diesen Job auch gemacht, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Und dann kam eines Tages Chanel auf mich zu, weil sie nämlich eine zum allerersten Mal eine Kosmetiklinie herausgebracht haben. Ja. Denn bis dato gab es eben nur die berühmten Parfums und die Mode, aber das war ja getrennt. Und dann, ich würde sagen auch, also jetzt rückblickend ein genialer Schachzug, das zu machen. Also ich, also wenn ich jetzt kurz einhaken kann, wie viele Menschen ich kenne, die Chanel Lippenstifte oder so einen kleinen Spiegel oder der Nagellack oder weiß ich nicht, Make-up oder so, alleine für die, die sagen, okay, also eine Chanel Tasche oder eine Chanel irgendwas kann ich mir niemals kaufen. Aber ich habe auch etwas bisschen Chanel zu Hause oder ein Parfum natürlich, aber diese kleinen und so wahnsinnig schick designten Kosmetikprodukte, oh, brillant. Und die sind ja auch gut sportlich bepreist. Ja, ja. Also ja. Für das Segment man muss dann schon der Linie treu bleiben. Ja, aber das sind, es gibt ja auch die Lipstick Theory. In Wirtschaftskrisen kaufen die Leute dann eher sowas, weil sie sagen, okay, ich gönne mir dann wenigstens einen schicken Chanel-Lippenstift. Nein, aber du hast vollkommen recht und hast es auch wirklich so beobachtet. Also auf jeden Fall bin ich dann nach Hamburg gefahren, von Düsseldorf aus, und habe mich mit den zuständigen Personen in Hamburg getroffen, weil nämlich nach dem Krieg die Parfums von Chanel von unterschiedlichen Konzessionären vertrieben wurden. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hatte also Chanel oder Albrecht und Dee, so hießen die, die gibt es immer noch, eines der ältesten Rohkakao-Handelsunternehmen. Mhm. Die hatten also die Repräsentanz für Süddeutschland. Mhm. Und Chanel war mit denen so zufrieden, dass sie ihnen eines Tages anboten, ob sie nicht den Generalvertrieb für Deutschland und Österreich machen wollten. Haben sie auch gemacht. Sodass, als ich zu Chanel fuhr, eben schon diese Konstellation existierte. Okay. Dann habe ich dort angefangen und war also rein für den Kosmetikbereich zuständig von Chanel. Und in der Zeit war ich sehr häufig in Paris, weil meine Kolleginnen und ich eben dann dort Meetings hatten für neue das Produkte und so weiter. Headquarter. Mhm. Und wenn zu der Zeit Modenschauen stattfanden, waren wir eingeladen. Oh, und man muss sich vorstellen, das waren 2 ehemalige Mitarbeiter von Mademoiselle Chanel, die aber vor Ehrfurcht immer noch starben und sagten, Mademoiselle hätte dies nicht getan, jenes nicht getan und so weiter. Was natürlich nicht sehr einflussreich war für die Entwicklung der Mode. Nee. Es drehte sich alles um die letzten Kollektionen von Mademoiselle Chanel, die berühmten Chanel-Jacken. Mhm.
ein Dunkelblau mit einer roten Borte oder Bordeaux mit einer dunkelblauen Borte. Und es kamen immer noch Journalisten, die saßen also andächtig, einige Treue, auf dem berühmten goldenen Stühlchen mit den roten Polstern. Aber es war überhaupt keine Begeisterung oder Atmosphäre. Ja. Und so wie die Show vorbei war, waren die auch weg. Also es war wirklich völlig eingeschlafen. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Ja, ja, also da passierte ja sehr wenig. Ja, aber es kann eben passieren, wenn keine weitere Innovation kommt. Und nachdem ich eben schon 5 oder 6 Jahre, glaube ich, für diese Parfum- und Kosmetikgeschichte zuständig war, gab es ein Rumor, dass Karl Lagerfeld eventuell zu Chanel kommt. Und zwar als Direktor, künstlerischer Direktor für die Mode. Und das fand ich so spannend, dass ich sofort in Hamburg und auch in Paris mein Interesse angekündigt habe. Und dann wurde mir in Paris gesagt, ja, also für Parfum und Kosmetik gibt es niemanden Besseren als mich, PR. Aber der damalige Präsident aus irgendeinem Grund bildete sich ein, wenn Karl Lagerfeld kommt, würde er die PR für Deutschland selbst machen wollen, was Gott sei Dank völliger Blödsinn war und nicht stimmte. Ja. Und nachdem das klar war, kam ein Schreiben von Chanel, ob ich Ihnen bitte eine Liste erstellen könne mit deutschen Persönlichkeiten, die also in der Öffentlichkeit eine gewisse Rolle spielen und die man eventuell mit Chanel ausstaffieren könnte. Ja. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage. Tragisch. Und dann habe ich so eine Liste mit einem Dutzend Personen erstellt, die Gott sei Dank alle Freundinnen von mir waren, und habe die nach Paris geschickt. Ich auch. Ja. Auf jeden Fall war Chanel zufrieden mit der Liste. Aha. Und dann kam irgendwann, das muss man sich vorstellen, ein Telex. Oha, das ist noch vor dem Fax. 83, ja. Genau. Ja. Dass zum 1. Juli ich also nominiert sei als Direktor Public Relations für Chanel Deutschland Österreich, für alle Linien, also die Mode, Parfum, Kosmetik, der echte Schmuck, die Uhren und was es eben gab. Unglaublich. Und das war also Gott sei Dank zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ab 1. Juli 83. Und im Mitte Juli, Ende Juli zeigte Karl Lagerfeld dann seine erste Chanel Haute Couture Show. Okay, bevor wir dahin kommen, habe ich noch ein paar Fragen. Bitte. Also, für diejenigen, die sich nicht mit PR auskennen, was bedeutet es, sage ich mal, erstmal überhaupt im Beauty-Bereich von Chanel und dann für die ganzen verschiedenen Linien und Bereiche PR für Chanel zu machen? Was heißt das? Was, also, wie geht man da ran? Geht es um die neuen Kollektionen, um die neuen Produkte? Wie kann man sich das vorstellen? Also, lebensnotwendig ist natürlich erst einmal die Recherche, um herauszufinden, welche Tageszeitungen, welche Zeitschriften gibt es überhaupt? Ja. Wer ist wofür zuständig? Ja. Dann fängst du natürlich an und findest heraus, wer die entsprechenden Chefredakteure sind, Ressortleiter Beauty, Ressortleiter Mode etc. pp. Und dann fängt man mit seiner Arbeit an, indem man die natürlich, weil die Presse lebt ja von Neuheiten, über die jeweiligen Produkte oder Neuheiten informiert. Und wenn sie möchten, eben auch für Fotoproduktionen ihnen die Produkte zur Verfügung stellt. Ja. Genau, und dann gleichzeitig waren auch so, sage ich mal, das ist ja heute im Print noch überall in den Magazinen, die Anzeigen, also wenn jetzt zum Beispiel Chanel, eine, die macht ja auch gerade für den Beauty-Bereich, gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, das neue Chanel Nummer 5 Parfum, oder das ist ja ein Klassiker, aber es wird dann nochmal irgendwie neu jetzt hier mit einem neuen Model neu geshootet und dann gibt es das ja als Anzeige auch und dann aber manchmal sind es halt ja dann auch das, das Magazin darüber berichtet oder eher dann im Modebereich wahrscheinlich oder eben so eine Editorial-Strecke macht. Da sind ja so verschiedene Formate, nicht? Landet das alles über PR oder ist das mit dem Marketing dann eher zusammen, also, die das koordinieren?
zuständig für die Anzeigen ist natürlich Marketing. Ist Marketing, ja. Und das ist für die PR-Arbeit extrem hilfreich, logischerweise. Ja. Ja. Denn wenn ein Unternehmen eine Anzeige schaltet, sind die natürlich auch sehr viel mehr bereit oder leichter bereit, darüber auch redaktionell zu berichten. Zu geben und nehmen. Genau. Ja. Mhm. Wobei eben PR sich wirklich nur auf die redaktionelle Seite bezieht. Mhm. Und das finde ich, merkt man auch in deinem Buch, wirklich, sag ich mal, die Symbiose noch nicht ganz, aber wirklich die wichtige Beziehung zwischen einer Marke wie Chanel oder welcher Marke auch immer und Journalisten und den ganzen Medien. Und das war ja später dann auch Fernsehen und jetzt haben wir noch ganz andere Medien, ja, Social Media bis zum Umfallen. Aber das habe ich in deinem Buch auch ganz oft so wahrgenommen. Ja, und die Journalisten, das hast du ja auch gerade gesagt, damals, bevor Karl Lagerfeld kommt, da kommen wir jetzt nämlich, jetzt schließen wir den Bogen wieder zurück, kamen sie so ein bisschen aus irgendwie Loyalität noch und so ein bisschen Respekt. Man kam, man sah und man ging wieder. Ja. Und es war aber wichtig, dass sie da waren, weil sonst hätte ja keiner berichtet. Also die Beziehung zu denen ist schon wichtig, nicht? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe damals jetzt nicht so präzise verfolgt, was also in den Veröffentlichungen in der internationalen Presse oder Deutschland und so, aber es war sehr wenig. Aber natürlich hat durch dieses Erscheinen oder plötzliche Zuständigkeit von Karl wurde das Interesse der internationalen Presse geweckt, aber natürlich vor allem der deutschen Presse, die sich also überschlagen haben. Und weil er wiederum, Deutscher weil war. Er Deutscher war und bis zu seinem Ende blieb. Ja, es wurde ihm ja x-mal die französische Staatsbürgerschaft angeboten, aber er hat immer seine deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Das war ihm wichtig. Ja. Und er ist auch hier auch in der Nähe aufgewachsen. Ja. Ja, in der Nähe Er ist in Hamburg geboren sogar. Yay, Hamburger! Ja, genau. Er ist in Hamburg geboren und sein Vater, der ja der Inhaber der berühmten Glücksklee-Milch war, der kaufte während des Krieges, da war Karl, glaube ich, ein Jahr alt, ein Gut in Schleswig-Holstein. Genau. Und dort verbrachte Karl dann später eben auch seine Kindheit, ging dort in die Grundschule und so weiter. Ja. Darüber, also wir kommen gleich wieder zurück zu Chanel, wie er da anfing, aber ich finde, wir machen einen kurzen Schlenker zu Karl und seiner, ja, was hat er davor eigentlich gemacht? Und du schreibst ja auch ganz so süß in dem Buch über Karl, also ich finde, da sind so viele kleine Anekdoten und Geschichten über diesen Menschen, den eigentlich alle nur aus so Bildern und von den Medien kennen und wie so, auch wie so ein Mythos. Aber so ganz süße Sachen wie, er wollte Klavier lernen und dann da hat seine Mutter doch etwas ganz Spezielles erwidert. Das ist so köstlich. Und diese Geschichte wurde dann häufig auch genutzt, ich erzähle sie gleich, dass also verschiedene Leute meinten, er hätte unter seiner Mutter gelitten, was völliger Blödsinn war. Also es passierte Folgendes. Seine Mutter war nicht so eine da und kleines liebes Bubilein, sondern sie war ziemlich streng und sehr präzise. Mhm. Und sie hat ihm auch irgendwann mal gesagt, du bist 7, ich nicht, also streng dich an, was du mir erzählst und du kannst nicht so viel Zeit brauchen für den Quatsch, den du zu erzählen hast. Aber vor allem war sein Traum, Klavier spielen zu lernen. Und seine Mutter war eine sehr gute Violinistin und irgendwann hat er also mal da rumgeklimpert und seine Mutter hat, glaube ich, realisiert, dass er kein Talent hat. Hat ihn, zack, den Klavierdeckel auf die Finger gedonnert und ihm aber zum Trost sofort einen Zeichenblock und Farbstifte gegeben mit dem entsprechenden Spruch, hier zeichne, das macht weniger Krach. Und diese Geschichte hat er später immer wieder erzählt, hat sich dabei totgelacht. Und eines Tages, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, meldete sich Steinway bei mir. Ja, das habe ich auch schon, wollte ich auch gleich fragen. Und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, dass Karl Lagerfeld Lust hätte, einen Flügel zu entwerfen. Ja, irre. Und dann habe ich gesagt, naja, ich frage ihn, aber innerlich dachte ich, das würde ihm Spaß machen. Zumal ich auch wusste, dass er positiv neugierig war und Dinge, die er noch nie in seinem Leben gemacht hat, ihn besonders interessiert haben, weil das für ihn natürlich auch eine Herausforderung war. Also er hat zugestimmt und hat dann diesen Flügel entworfen. Und dazu muss man erzählen,
dass er eben normale Flügelbeine fürchterlich fand, weil er immer sagte, die erinnern ihn an umgedrehte Champagnerflaschen. Und demzufolge hat er bei seinen Flügeln... So ein Vergleich kann auch nur er stellen. Mit alle seinem anderen Humor. Würden sagen, wer hat das denn gesagt? Ja, bei ihm passt es. Genau. Und deshalb hat er eben eine Holzkonstruktion entwickeln lassen und hat dann gesagt, er möchte den Flügel auf Englisch the sled nennen. Aufrufen. Daraufhin haben die Steinway-Leute gesagt, nein, das kann man nicht und Sled ist außerdem nur der Kinderschlitten und das geht überhaupt nicht. Und so. Aber sie haben die Rechnung ohne Karl gemacht, denn wenn er sich was in den Kopf setzt, hat er es meistens auch durchgesetzt. Das habe ich auch das und Gefühl, dass ich das gelesen habe. Hat er gemacht aus dem Sled S.L.ED für Steinway Limited Edition. Genial. Und damit hatte er eben seinen Sled. Gigant. Und es war ein Riesenerfolg. Das glaube ich sofort. Und besonders schön, außen schwarz matter Lack und innen drin ein richtiges Knallorange Hochglanzlack. Oh cool. Oh cool. Und inspiriert von einer chinesischen Vase aus dem, ich weiß nicht welchem Jahrhundert. Ja, Wahnsinn. Ja, in deinem Buch gibt es natürlich auch ein Bild davon, ja. Aber dafür muss man dein Buch kaufen. ja, irre. Ich finde auch, was du danach schreibst, so, er hat sich ja dann eben nicht mit dem Klavierspielen auseinandergesetzt, sondern hat viel gezeichnet, letztendlich der Grundstein. Also er kann seiner Mutter dankbar sein, also was heißt dankbar, aber das war der Grundstein ja für seine unglaubliche Karriere, du schreibst ja, er hat eigentlich durchgehend immer überall gezeichnet, kleine Karikaturen gemacht, Skizzen angefertigt, das ging ja da dann los und eben wahnsinnig viel gelesen, auch damals schon, nicht? Ja, also er hat als Kind extrem viel Zeit auf dem Dachboden, auf dem Gut auf dem Land in Bissenmoor verbracht und fand dort komplette Sammlung der Zeitschrift Simplicissimus, die ja eigentlich nur aus Karikaturen bestand und wo die besten Karikaturmenschen überhaupt zeichneten. Das fand er toll. Dann fand er dort stapelweise Modezeitschriften, inklusive der amerikanischen Vogue. Oh, cool. Und das hat ihn fasziniert, eben auf dem Dachboden Zeit zu verbringen. Und er hatte nie Lust, mit den anderen Kindern zu spielen. Nee. Das fand er langweilig und hat sich eben damit beschäftigt. Und zum Lesen noch eine kleine Anekdote. Ja. Er war, wie gesagt, positiv neugierig und das schon als Kind und entdeckte irgendwann in der Bibliothek seiner Eltern die Nibelungensage. Ja. Ja. Und daraufhin wollte er unbedingt wissen, was da los war. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, also da musst du es eben selber lesen. Und hat allen, die also im Haus tätig waren, verboten, ihm was vorzulesen. Er sollte selbst lesen lernen. Und das hat er auch sehr, sehr schnell getan. Und war noch sehr jung. Und war sehr jung. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und dann irgendwann war er ja mit der Schule fertig. Und da musste ich gerade so schmunzeln, wie du gesagt hast. Ja, deine Eltern haben gesagt, ja, mach, geh doch nach Australien. Seine Eltern waren ja sehr ähnlich, als er ihn etwas vorgeschlagen hat, wo er dann jetzt als nächstes hinwollen würde. Ja, also auch da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Irgendwann haben wir beide, Karl und ich, bei unseren vielen, vielen, vielen wunderbaren Gesprächen festgestellt, dass unsere Eltern, wenn die sich unterhielten und wir als Kinder in das Zimmer kamen, sofort umgeswitcht haben auf Französisch oder Englisch, wenn wir es nicht verstehen sollten. Oh. Und Karl hat es also völlig verrückt gemacht. Mir war es relativ egal. Und daraufhin hat er sich schon ganz jung einen Französischlehrer gewünscht. Und auch sehr untypisch als Kind, würde ich sagen. Als Kind, absolut. Aber das war ihm wichtig. Und er hat auch erzählt, dass also nach Ende des Krieges wurden ja, wie du weißt, aus dem Osten kamen ja sehr viele Flüchtlinge, die auch bei seinen Eltern teilweise einquartiert waren. Und darunter beschrieb er immer eine reizende Dame, die eben perfekt Französisch sprach. Und mit der hatte er also dann Konversationsunterricht gehabt.
Ja. Und als die Eltern nach Kriegsende wieder zurückzogen nach Hamburg, hat er dort also auch neben der normalen Schule noch irgendwo privaten Französischunterricht genommen, weil er immer die Idee hatte, schon sehr früh nach Paris gehen zu wollen. Und seine Mutter in ihrer Strenge, aber sehr wohl kennt seine Talente, hat sich gedacht, wahrscheinlich hat er mit diesem Zeichentalent und so weiter gar nicht so eine Riesenchance in Deutschland. Mhm. Und da kommt eben der berühmte Spruch her, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber nur das Tor und da musst du raus. Und ja, man muss auf jeden Fall mal draußen gewesen sein. Mhm. Und das kam von der Mutter, aber später wurde es ihm sehr häufig in den Mund gelegt, was gar nicht stimmt, denn es war ihre Idee. Ja. Und deshalb hat sie ihn auch unterstützt, in der Idee nach Paris zu gehen. Mhm. Praktischerweise hatte sein Vater, der glaube ich 9 Sprachen sprach, auch Unternehmer, ein Büro in Paris. Ach, praktisch. Und da Karl eben noch keine 18 oder 19 war, hat er für ihn ein Pensionat gefunden für Kinder, Diplomatenkinder. Ach, praktisch. Und als er dann älter war, also da ging er dann zuerst in dieses Pensionat und hatte dann später auch seine eigene Wohnung. Aber das war der erste Schritt. Nee, gigantisch. Und du schreibst, glaube ich, auch über den Vater, dass er gesagt hat, ja, irgendwie war schon klar, dass der Karl wahrscheinlich nicht ins Unternehmen, ins Familienunternehmen quasi, ja, da kenne ich mich auch mit aus, eintreten würde, sondern dann haben sie gesagt, auf geht's, ja. Oder irgendwie sowas wie so nach Motto, ja, wenn es schief geht, machst du halt was anderes, so. Ja. Also so diese ähnliche Haltung wie deine Eltern. Großartig. Genau. Wirklich so, so fantastisch. Ja. Und sie haben ihm gesagt, geh nach Paris, wie du es gerade gesagt hast. Wenn es nicht funktioniert, dann kommst du eben wieder zurück. So, genau. So. Ich finde, wenn ich darüber nachdenke, meine Eltern haben mir sowas auch gesagt, wenn ich nämlich durch das Tor aus Hamburg raus in die Welt bin, eigentlich mein Leben lang schon. Und ich finde, wenn man von den Eltern so einen Rückhalt hat, dass sie einem dieses Vertrauen schenken, los, probier es aus, hab den Mut, mach das. Und wenn nicht, kommst du halt wieder, da geht die Welt nicht unter. Finde ich so, ist so ist toll. Fantastisch. Da kann man dann auch seine Flügel ausbreiten und losfliegen. Und wenn es einem dann irgendwie nicht mehr gefällt, kann man wieder zurückfahren. Ja. Nicht? Also, oh, großartig. Haben wir beide Glück. Ja. Und Karl hatte auch Glück mit seinen Eltern. Ja. Okay, er war dann also in Paris. Was ist passiert zwischen er kommt in Paris an und er geht zu Chanel? Da waren ja ein paar Jahre vielleicht dazwischen. Was hat Karl Lagerfeld gemacht, bevor er zu Chanel kam? Und war Karl Lagerfeld, für diejenigen wie mich, die das davor jetzt noch nicht so ganz wussten, war er davor selber schon so eine große Persönlichkeit, die man so krass kannte? Oder eigentlich erst durch Chanel? Wo war er davor? Was hat er gemacht? Also, nachdem er mit dieser Schule fertig war, hat er plötzlich mitbekommen, dass es einen internationalen Modewettbewerb gab. Mhm. Und zwar von Australien, dem internationalen Boysekretariat. Und wo man eben Skizzen einreichen konnte. Mhm. Und er reichte eine Mantelskizze ein und bekam dafür den ersten Preis. Wahnsinn. Und das war sehr spannend und witzigerweise zur gleichen Zeit war Yves Saint Laurent, hat eine Kostümskizze eingereicht und bekam für diese Kostümskizze den ersten Preis. Ah ja, verschiedene Kategorien. Okay. Verschiedene Kategorien. Ja. Und Karl wurde dann sofort von Balmain, dem Haute Couturehaus, eingekauft, in Anführungszeichen. Ach, das ging ja sehr schnell. Ui. Und da war er, glaube ich, 2 oder 3 Jahre. Dann hat die haben sich auch ein bisschen verändert, wahrscheinlich von damals zu heute. Ja, natürlich, ne? Klar. Auch war auch wie Innovation im Spiel. Man muss sich dann doch mal wieder aber es gab ja damals noch keine Prêt-à-porter. Nee, eben. Und die ist ja jetzt schon weltbekannt auch und speziell natürlich. Aber und nach Balmain war er eben bei Patou. Mhm. Und als direkter Assistent auch. Aber irgendwann hat ihn diese ganze Haute-Couture-Geschichte gelangweilt. Und das kann sich ein Normalsterblicher gerade hier gar nicht vorstellen, dass das langweilig sein könnte. Aber zu der Zeit entstand langsam die Prêt-à-porter. Mhm. Und unter anderem eben auch Chloé. Ah. Und dann hat er also mit Chloé Kontakt aufgenommen. Mhm. Alles in Paris. Alles in Paris, also er ist das war eh in Paris geblieben. Mode damals, genau. Nicht? Ja.
und hat sehr, sehr lange für die gearbeitet. Und in welcher Rolle war er dann der Designer? Also der ja, eben, im Grunde auch künstlerischer Direktor. Ja, künstlerischer Direktor. Mhm. Und eben auch für andere Häuser, wie zum Beispiel Jourdan für die Schuhe. Mhm. Oder fing eben dann auch schon sehr früh an, für Fendi zu arbeiten, die ja wirklich die schönsten Pelze der Welt machen. Und auch Prêt-à-porter. Da hast du auch diese kleine Anekdote im Buch. Mhm. Und nannte sich selbst, ich bin im Grunde wie so ein wie heißen die, wenn du einen Soldaten einkaufst, wie heißen die? Fällt mir sofort ein. Ein Söldner. Ja, ja. Genau. Er nannte sich ein Söldner des Prêt-à-porter. Ja. Und hat eben für verschiedene Häuser parallel gearbeitet. Ja, und das hat sich ja bis zu seinem Lebensende nicht geändert. Nee, und das, glaube ich, das verstehen manche gar nicht. Alle denken dann, es war dann irgendwann nur Chanel. Das stimmt aber nein, gar nein. nicht. Er hat Chanel gemacht, er hat Fendi ebenfalls bis an sein Lebensende gemacht. Das, glaube ich, weiß gar keiner so. Also die Experten wissen das natürlich bestimmt, aber jemand wie ich wusste das nicht. Ja, aber erstaunlich eben, dass diese Häuser alle damit leben konnten. Wahnsinnig. Und es keine Konkurrenz gab, weil eben im Grunde für jedes der Häuser, inklusive seiner eigenen Prêt-à-porter-Kollektion, die später kam, Lagerfeld Gallery, hatte er eine eigene Handschrift. Unglaublich, das muss man erstmal schauen. Also, okay, zu der Figur, Karl Lagerfeld, kommen wir gleich eh noch, aber das ist ja gigantisch. Okay, das heißt, er war dann auch bei Fendi und irgendwann kam dann Chanel. Ja, und das war eben 83. Ja, als du auch Direktorin wurdest. Genau. Mhm. Ja, jetzt haben wir den Bogen wieder rund. Jetzt geht's weiter. Wie war es da? Nach dieser ersten Show, die also wahnsinnig beeindruckend war, Haute Couture, wurde ich ihm vorgestellt als PR für Deutschland und Österreich. Und dann haben wir erst Französisch gesprochen. Und dann plötzlich sagte er, sind Sie Deutsch? Ich sage, ja, ich auch. Und wo leben Sie? In Hamburg. Ja, da komme ich her. Oh, also Mann. Als Entree kann man sich keinen größeren Traum vorstellen. Nein. Aber was ich damals noch nicht wusste, wahrscheinlich hier auch nicht, dass wir uns dann irgendwann mal so wahnsinnig gut verstehen würden, ja, wie es der Fall war. Also ein unfassbares Glück und Privileg und zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich glaube, das ist manchmal so. Ja, wirklich. Aber wenn man jetzt auch nochmal darüber nachdenkt, das schreibst du ja, du bist ja auch nicht durch Zufall in der Rolle gelandet, sondern hast gesagt, so, das will ich jetzt machen. Ja, also auch mal, wenn man so vielleicht mal an die Zuhörer oder Zuhörerinnen das weitergibt, so, wenn man eine Möglichkeit, ein Window of Opportunity sieht, dann auch aktiv werden, ja, um zu gucken, wie kann ich nach den Sternen greifen und was kann ich dafür tun, dass ich da hinkomme, weil nicht alles fällt vom Himmel, ja. Und klar muss man Glück haben und es ist eine Timingfrage, aber es bedarf gewisser Initiative auch. Ja, ja super, dass du das sagst, du hast vollkommen recht. Oder? Klar, weil wenn man nicht darüber spricht, weiß es ja auch keiner. Richtig. Also dann kommt auch keiner unbedingt auf dich zu und sagt, sie sehen so aus, als ob sie, weiß der Geier, welche Funktion wunderbar besetzen würden. Sollen wir sagen, ich bin zwar gerade hier, das ist auch ganz schön, aber ich will da und dahin. Und ich finde so aus meiner Sicht, ja, ich habe ja viele bei uns im Team auch, wenn ich das Gefühl habe, die sind happy, dann denke ich, ja super, die sind happy. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, der hat mir von vornherein gesagt, der fängt ja zwar in der Rolle an, aber will perspektivisch da und dahin, setzt mich natürlich das auch in gewisser Weise A unter Druck, aber B sehe ich eine Perspektive und kann dann mit der Person überlegen, ist das realistisch, ja, nein, oder okay, super, da haben wir aber noch ein paar Schritte dazwischen und dann müsste man noch das tun und jenes und dann gibt es einen Plan, den man machen kann, aber wenn niemand sagt, wo er hin will, woher soll man es wissen, ja, und dann denke ich vielleicht, ach nee, da hat gar keiner Interesse dran, außer man fragt, ja, und dann stelle ich jemand anderen ein und dann sind alle ganz traurig. Also nach den Sternen greifen ist, glaube ich, hier das Motto. Ja. Sehr gut. Also ich habe ehrlich gesagt das noch nie so für mich definiert, aber du hast vollkommen recht. Ja. Nee, ich sehe das bei vielen Freundinnen, die auch in großen Konzernen sind und sagt, ja, und da gäbe es dann die Rolle so und so. Und ich so, ja, los, musst du sagen, du musst los nach den Sternen greifen. Da wird keiner plötzlich nachts aufwachen und sagen, ah, die ist es, ja, wenn man nie was gesagt hat, nicht? Aber vor allem, ich muss dann noch einmal zurückkommen zu Chanel Hamburg. Ja.
oder Albrecht und D., als ich diesen Wunsch geäußert habe, ja, da guckten die mich völlig entgeistert an und sagten, ja, aber dann sind sie Mutterwind alleine mit den bösen Journalisten. Oh. Dann habe ich gesagt, wieso böse Journalisten? Ich glaube, wenn die Journalisten das geliefert bekommen, was sie brauchen, ja, dann kann das wunderbar funktionieren. Ja. Also ich sehe da kein Problem. Und Mutterwind alleine bin ich dann sowieso nicht. Also hat auch manchmal Vorteile. Ja. Hat man seine Ruhe. Nein, irre. Ja, weil da sieht man wieder Leute, die eben, oder andere, die mit dem Thema nicht irgendwie vertraut sind und irgendwie sich das ganz schrecklich vorstellen. Und gleichzeitig gab es bestimmt auch andere Bereiche bei Chanel, die für dich jetzt wirklich auch nicht prickelnd in der Vorstellung gewesen wären. Nicht? Also so ist es doch eigentlich dann super, wenn jeder das macht, wofür auch brennt. Also. Aber weißt du, dass ich da einmal vorgreifen muss? Unbedingt. Ich habe ja endlos lange für Chanel die PR gemacht, ja, und auch die Zusammenarbeit mit Karl. Und dann plötzlich so um 2000 herum kam von Chanel an uns alle, also weltweit PR-Fuzis, dass sie nicht mehr möchten, dass wir in den Ländern, in unseren Ländern, irgendwelche Veranstaltungen machen, sondern es gibt nur noch die Schauen in Paris, also Haute Couture und Prêt-à-Porter, ja, und vielleicht je nachdem eine Schau, die der Karl ins Leben gerufen hatte, mit Metier d'Art, um diese ganzen fantastischen Leute, die für die Haute Couture arbeiten und dieses Handwerk eben beschäftigen, beherrschen, sie zu ehren. Ja. Und das ist eben einmal im Jahr gewesen, ja, in unterschiedlichen Ländern. Aber dafür sollten wir dann, und jetzt halte ich bitte fest, ausrechnen, wenn wir also zum Beispiel im Stern oder in der Vogue oder wo auch immer eine fünfseitige Veröffentlichung hatten, was das an Äquivalent in Anzeigen wäre. Ja, 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 das, so, ist, ja, das ist die Währung, ne? Und daraufhin habe ich so eine Wut bekommen und habe auch in Paris den Chanel-Leuten gesagt, also es tut mir wahnsinnig leid, aber ich hasse Zahlen, ich bin kein Buchhalter und das möchte ich bitte, bitte, bitte nicht. Ja. Und habe sie gefragt, ob ich mich selbstständig machen könne. Ja. Und glücklicherweise hatten sie Mitleid und haben es eingesehen und ich konnte mich selbstständig machen. Ursprünglich hatten sie dann natürlich so gewisse Auflagen gestellt oder genannt, was ich nicht machen dürfe oder so könne. Daraufhin habe ich gesagt, naja gut, dann kann ich mich auch nicht selbstständig machen, denn alles, was Luxusgüter betrifft, wird ja von Chanel abgedeckt und das macht keinen Sinn. Also das haben sie dann gelassen und haben netterweise war ich noch weiter, ich glaube 4 oder 5 Jahre beratend für Chanel tätig. Ja. Ja. Aber die Zusammenarbeit mit Karl, die ja da schon eben, ich weiß nicht, 20 Jahre fast gedauert hatte, wurde fortgesetzt. Unabhängig davon. Unabhängig davon. Ja. Und ich habe dann mit ihm eben sehr viele andere Projekte gemacht. Ja. Und die und Chanel hat dann halt ihren Weg weitergegangen. Ja, selbst schuld, nicht? Ja. Oh Gott, Wahnsinn, wie spannend. Ja, ich denke auch gerade so ein Riesen-Event hier ja in Hamburg war ja die neue Ladeneröffnung auch. Da war der Karl ja auch da, oder? Ja, das war sehr witzig. Das war also noch relativ am Anfang. Und da wurde ich eben gebeten, mir für die Boutique-Eröffnung was auszudenken. Ja. Und dann habe ich mir die Boutique angeschaut und die war in der neuen ABC-Straße. Ja, stimmt, die ist sehr hübsch und sehr klein. Ja, fein. Und dann habe ich mir gedacht, also was man da jetzt nun als Veranstaltung machen könnte, weiß ich nicht. Bisschen klein. Aber glücklicherweise hatte inzwischen der Karl ja seine Passion für die Fotografie entdeckt. Ja. Und Stummfilme, wie ich gesagt. Und Stummfilme hat er geliebt. Ja. Und für ihn war eben die Fotografie so eine Fortsetzung der Stummfilme. Ja. Oder wurde inspiriert von seiner Vorliebe für Stummfilme. Und dann hatte ich mir überlegt und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass wir eine Fotoausstellung machen in Hamburg.
Sagt er, ja, ja, warum nicht? So. Und wenn man eben die neue ABC-Straße kennt, die sehr klein und sehr schmal ist, war genau gegenüber von der Chanel-Boutique das Hotel Marriott. Das war immer noch da. Und was da immer noch ist. Mhm. Und das Marriott hatte so einen Zug, also quasi, wo die Wagen vorfahren konnten. Mhm. Und dann habe ich mit dem Marriott gesprochen und habe sie gefragt, ob man dort nicht ein Zelt aufbauen könne. Cool. Für die Fotoausstellung. Ja. Und sie würden dann auch den Catering-Auftrag bekommen. Oh, sehr getreu gut. Nach dem Motto, was Karl immer eingehalten hat. Ja. Das Leben ist keine Einbahnstraße, es besteht aus Geben und Nehmen. Du, da könnte ich nicht mehr zustimmen mit, absolut. Und das war für ihn also wirklich das Credo. Ja, ja. So wahnsinnig lieb. Für die kleinste, war ja auch wahnsinnig großzügig, wie du schreibst, aber irgendwie nicht. Schon, es muss irgendwie immer im Ausgleich sein. Ja, ja, ne? Aber für die kleinste Kleinigkeit hat er sich dann irgendwas ausgedacht, eine Überraschung und so, also unfassbar. Gut. Dann war natürlich die nächste Etappe, bei dem Bezirksamt zu fragen, ob man für den Abend die Straße sperren dürfe. Denn sonst hätten die Leute ja nicht von der Boutique rübergehen können, um sich die Ausstellung anzusehen. Das hat funktioniert. Und insofern war es also ein Straßenfest für geladene Gäste. Und eine wunderbare Stimmung. Und im Laufe des Abends habe ich den Karl, also ich weiß nicht, hunderte von Menschen vorgestellt, weil er natürlich alle kennenlernen wollte. Ja, klar. Und plötzlich hakt er sich bei mir ein und flüstert mir ins Ohr auf Französisch, ich fühle mich wie eine ausgepresste Zitrone, aber es ist in Ordnung. Oh Gott. Da habe ich gedacht, na gut, wenn es in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Aber das war so lustig, weil diese ausgepresste Zitrone im Laufe der Jahre bei vielen, vielen Veranstaltungen, wenn er das Gefühl hat, es wurde ein bisschen eng, hat es sich bei mir eingehakt. Also nicht etwa sich hinter seinem Bodyguard versteckt. Nee. Dabei bin ich ja nicht so ein Riese, der mich auch hätte beschützen können. Aber das war so fröhlich ausgepresste Zitrone. Nein. Ja, es ist natürlich also, du beschaffst ja auch nicht nur da, sondern ganz viel natürlich, so viele Menschen immer auf ihn zukamen, er aber auch so offen war und mit allen gesprochen hat und sich das auch angehört hat und, also wie du es beschreibst, so nahbar war. Ja. Ja, aber es gibt eben auch die süßen Bilder von euch, wo er sich einhakt, also wirklich, ganz süß. Aber, ja, das, aber selbst auf der Straße, also wir haben ja vorhin schon mal über ihn gesprochen, da komme ich nochmal drauf zurück, diese künstliche Figur, die er geschaffen hat, um eben sehr distanziert zu wirken. Das war er in Wirklichkeit überhaupt. Ja, und ich glaube, das ist jetzt so wahnsinnig spannend, weil ich also kenne ihn natürlich nur aus Bildern und Videos und irgendwelchen, also jetzt nachdem ich das Buch gelesen habe, sehe ich ihn ganz anders, ja. Und ich glaube, das ist ja auch so wahrscheinlich das, der Grund, warum hast du dieses Buch geschrieben, weil du kanntest ihn ganz anders, ja. Ich kenne nur die Fassade von außen, die auch teilweise, kannte man ja so Geschichten, es wirkt immer alles so ein bisschen einschüchternd, ja, und wie er dann da so ist und so. Aber erzähl mal, wie du ihn wahrgenommen hast, wie er eigentlich wirklich war. Auch mit der Brille finde ich so wahnsinnig spannend. Also, seine Augen eigentlich auch. Er hat eben eine Figur erfunden, eine Marionette, von der er behauptet hat, dass die Marionette ihm sagt, was er tun und lassen soll. So. Und stimmte das? Völliger Blödsinn natürlich. Aber das hat ihm Spaß gemacht. Ja. Er hat sich selber drüber totgelacht. Der hat einen guten Humor, nicht? Sehr guten Wahnsinn. Humor. Und er konnte vor allem über sich selbst lachen. Oh, das ist so wichtig, ja. Und vor allem nochmal zwischendrin, ich kenne niemanden, der so genial Witze erzählen konnte. Auf Deutsch, Englisch und Französisch. Oh, wie er und sich am meisten selbst darüber gelacht hat. Herrlich. Aber auf jeden Fall gehörte eben zu dieser Figur, mit der er eine gewisse Distanz schaffen wollte, auch eine Zeit lang der Fächer, der aber dann wegflog in dem Moment, wo er so wahnsinnig viel abgenommen hat. Ich wollte gerade sagen, die 3D-Diät. Mhm. Und außerdem die getönte Brille. Mhm. Also eigentlich brauchte er keine Brille und konnte sehr gut sehen, aber das gehörte ihm auch zu dieser Distanz. Mhm. Und vor allem hat er mal von sich behauptet, er fände, er hätte so treue Dackelaugen, was überhaupt nicht stimmt. Er hatte wunderschöne Augen, die aber viel zu lieb waren im Grunde und gar nicht zu diesem strengen, distanzierten Look
passten. Ja, also in deinem Buch sind ja auch ein, zwei Bilder, nicht viele, aber ein paar, ja, wo er keine Brille trägt und man ist so ganz verwirrt, wenn man das sieht. Also wie gesagt, ich kannte es immer nur mit Brille und ich weiß, und er sieht wirklich so sympathisch, ja, und vor allem, aus. So wie du mit Wahnsinn. Ihm alleine warst, flog die Brille irgendwie, ja, in die Ecke. Also ja, das war ja, ja, völlig Wahnsinn. Egal. Aber weil du mich gefragt hast, der Grund letzten Endes, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war, ich habe so gut wie alles gelesen, international, was über ihn geschrieben, ja, wurde. Ja. Und fand eben immer schade, dass du überwiegend dieses Multitalent, ja, Genie, ja, Designer, weiß der Geier, was, ja, präsentiert bekommst zum 100. Mal, aber sehr wenig von seiner persönlichen Seite. Ja. Und ich wollte natürlich kein Enthüllungsbuch schreiben, nee, aber zumindest eben seine privatere und persönlichere Seite, ja, schildern. Und diese, also wie ich das so gelesen habe, so unglaublich warmherzige, herzliche, unfassbar, Seite. So, also es heißt ja auch Mein Geheimrat. Vielleicht kannst du kurz noch sagen, wieso du das so genannt hast, aber einfach, was so rauskommt, diese unglaubliche Loyalität als Freund und Wegbegleiter und also so wirklich diese ganzen Gesten, die er immer ungefordert, auch die Blumen musst du gleich mal erzählen, wie er die immer hatte, also Vasen waren ja nicht so sein Ding und jedes Mal irgendwelche kleinen Karten und Geschenke, die er immer auch geschickt hat, also so wahnsinnig aufmerksam. Wahnsinn, also das würde man ja nie, nein, denken, wenn man nur so ein paar Bilder aber kennt. Aber vor allem, wenn man eben sein Arbeitspensum kannte, so, ja, wie ich, ja, hat mich das zutiefst be- und gerührt, ja, denn also oft genug wollte er, dass ich bei irgendwelchen Shootings dabei bin, Fotoshootings und wie so weiter. Wie zum Beispiel mit Claudia Schiffer auf Sylt. Danach, ja, wurde Sylt weltweit berühmt. Ja, aber das war ja ein offizielles Chanel-Shooting. Ach so, stimmt, ja. Und darauf komme ich auch nachher nochmal zurück. Aber auch wenn es sich um andere, ja, handelte. Ja. Und dann habe ich ihn manchmal gefragt, Karl, wollen Sie wirklich, dass ich dabei bin? Ja, ja, ist gut für die Moral. Na gut, also wenn ihr das so fand und für die Stimmung oder wie auch immer, ja, für mich war es eine Riesenfreude. Oder einmal zum Beispiel hat er den Chanel Prêt-à-Porter-Katalog mit der Claudia in Monte Carlo fotografiert, ja, und hatte mich auch eingeladen, aber ich konnte nicht weg. Daraufhin kam von ihm eine kleine Collage, die er mir gebastelt, oh, hatte, mit teilweise Fotos von dem Katalog, ja, also Polaroids, und ein Familienfoto, wo er mit der ganzen Truppe, die ich ja nun alle kannte, ja, weil wenn wir diese Familienausflug gemacht haben, Familienausflug, ja, und so weiter. Und das ist halt unfassbar. Wahnsinnig. Liebevoll. So und ungefragt, so diese Aufmerksamkeit. Ja, ja. Er muss noch mal erzählen, wie mochte er seine Blumen am liebsten? Also, er hat grundsätzlich Vasen nicht gemocht, Blumenvasen. Und er verschenkt auch keine Blumensträuße, sondern Blumenkörbe, die also dann mit den schönsten Blumen der jeweiligen Jahreszeit, ja, gefüllt waren. Und in Paris gibt es diesen fabelhaften Floristen Lachaud. Mhm. Und der war also nun perfektioniert im Herstellen dieser Körbe für Karl. Und wann immer ich nach Paris kam, und ich hatte das Glück, in dem Hotel zu wohnen, direkt neben Chanel in der Rue Cambon, war also in meinem Zimmer so ein Blumenkorb mit einem kleinen Kärtchen, herzlich willkommen und ich freue mich darauf, Sie zu sehen und bis gleich und ich umarme Sie, Karl. Wahnsinn. Weißt du, da hast du schon so ein irres Gefühl. Wahnsinn, oder? Unfassbar. Und oft genug habe ich dann ihm, und manchmal war, wenn ich also nur eine Nacht dort war und er, ja, wusste, das hat er auch die Blumen geschickt, die habe ich dann im Flugzeug mitgenommen. Ja, natürlich. In der großen Mülltüte. Aber trotzdem, ja, klar, die mussten mit. Ja, aber was du auch ja gerade schon so indirekt gesagt hast, ihr habt euch gesiezt, immer, aber so halb geduzt. Also nein. Nein, aber es war Marietta, sie. Es war Karl, per Vorname, sie. Ja. Und sie im Französischen sowieso, im Deutschen auch. Ja. Und es ist ja im Französischen immer noch so, dass in manchen Familien heutzutage die Kinder ihre Eltern siezen. Ja, ja. Ja. Das ist halt wahnsinnig elegant. Es ist, ja. Und deshalb war das also im Französischen auch so.
und im Deutschen auch. Aber ich finde es eine perfekte Möglichkeit, miteinander umzugehen, weil es schafft eine gewisse Nähe und gleichzeitig doch eine gewisse Distanz. Total. Und gleichzeitig, wenn man das so hört, auch wie viel ihr erlebt habt, also vor allem, wenn man es liest, ja, und wie wahnsinnig innig ihr befreundet wart und alles gemeinsam gemacht habt, ist es, also aus heutiger Sicht, wenn man das hört mit dem Sie, würde man sagen, ah, wieso, aber ihr wart ja, also das war kein Widerspruch. Überhaupt nicht. Nee, und das ist so interessant, finde ich. Aber vor allem, es war immer, auch wenn er anrief und was häufig passierte, Gott sei Dank, hat er sich verabschiedet mit Küsschen und so weiter. Oder im Französischen, je vous embrasse und reste en coco. Ja, magst du kurz, bevor wir wieder zu seiner Arbeit und Chanel zurückkommen, noch mal ein bisschen so über, wie war so Karl Lagerfelds Alltag? Du sagst ja auch, er hatte ein unfassbares Arbeitspensum. Wie war so sein Tagesablauf? Kurze Frage, was war sein Lieblingsparfum, wenn wir deins jetzt schon kennen? Hatte er auch eins? Also er hatte... Ich glaube, irgendwann hattest du es im Buch auch geschrieben. Ich überlege gerade. Ich glaube, er mochte sehr gerne Petit Verre von Guerlain. Mhm. Und eben verschiedene Herrendüfte von Chanel, wenn ich mich recht entsinne, war es Pour Monsieur. Mhm. Aber Aber was er wohl besonders liebte, war vor allem Cola Light. Ist das ja, ja, klar. Du hast ja auch gesagt, du schreibst ja auch im Buch, der hat nicht geraucht, er hat auch keinen Alkohol getrunken, er hat keine Drogen genommen, gar nichts. Wie war nochmal seine Sichtweise dazu? Also, er sagte aber, das sei überhaupt kein Verdienst und er hat sich selber bezeichnet als Tugendpinsel und hat gleichzeitig gesagt, also Leute wie ihn selbst fände er langweilig und mit denen würde er auch gar nichts zu tun haben wollen. Aber er war unfassbar tolerant und man konnte alles machen in seiner Gegenwart, also überhaupt kein Problem. Und er hat es geliebt, Menschen zu beobachten. Ja, das ist natürlich für seine Arbeit wahrscheinlich auch total inspirierend gewesen. Nicht? Und dann war natürlich, wenn man ihn kannte, er war extrem höflich mit allen Menschen, aber... Wenn ihn jemand gelangweilt hat, dann war höflich, aber gewiss distanziert. Und das hat ihn nicht interessiert. Entweder gelangweilt oder schlechter Charakter oder was auch immer. Aber jedes Personal, Hauspersonal bei Freunden oder im Hotel, im Restaurant, egal wo, die hat er mit einer unfassbaren Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit behandelt. Und ich habe ihm einmal auch gesagt, Karl, ich liebe Sie dafür, wie Sie mit Menschen umgehen. Ja. Guckt er mich an und sagt, wieso, Marietta, das ist doch für Sie und für mich selbstverständlich. Ich sage, ja, für uns vielleicht, aber für viele andere nicht. Nee. Und gerade, wenn man sich überlegt, Karl Lagerfeld wirklich weltweit unfassbar berühmt und bekannt, arbeitet für Chanel, auch zu den Damenzeiten, eines der größten Luxushäuser überhaupt. So, niemand hätte gesagt, oh, der hat sich nicht bedankt, sondern alle so, oh, das war Karl Lagerfeld. Aber gerade dann, bei den Werten zu bleiben und der Haltung zu bleiben, ist das, glaube ich, das Besondere. Weil ich glaube, wir haben auch alle beide schon genug Menschen getroffen, die plötzlich in die Höhe geflogen sind und jegliche Manieren verloren haben. Und das ist, finde ich, heutzutage einfach so besonders, wenn man die sich beibehält. Und es ist eben nicht selbstverständlich für manche. Umso beeindruckender. Aber ich finde, gerade wenn man da ist, du hast ja auch geschrieben, die Fotografie. Ich bin selber liebe Fotografie, von daher, ich kenne auch einige seiner Werke, schon ganz toll. Aber das Besondere finde ich gar nicht unbedingt inhaltlich das, sondern dass er die alle versteigert hat und ganz irre viel gespendet hat für wohltätige Zwecke. Ich glaube, das weiß auch keiner so richtig. Also einige bestimmt, aber die Mehrheit von Menschen kennen die Seite von ihm, glaube ich, auch gar nicht. Relativ viele Stiftungen unterstützt, hat aber nie darüber gesprochen. Genau, ja. Und das finde ich ja auch sehr elegant. Wobei ich die Einstellung habe, wenn jemand bereit ist, als Sponsor tolle Geschichten zu unterstützen, wäre ich bereit, dem auch ein Denkmal zu setzen. Ja. Aber wenn du wirklich elegant bist, dann
You don't talk. Machst du's? You don't talk. Ja, auch schon eher so eine Hamburger Attitude. Ja, absolut. Nein, Wahnsinn. Wenn wir jetzt nochmal in Ihnen als Person weiterdenken, du hast ja, haben wir schon gerade kurz angeregt, die sogenannte legendäre 3D-Diät. Ja. Da durch die, also als er sie dann verzogen hat, hat er auch so ein bisschen so seinen Style dann geändert. Was war denn die 3D-Diät? Wofür steht 3D? Ganz einfach. Als ich Karl kennenlernte, hatte er eine ganz normale Figur, war immer sehr elegant und alles prima und toll. Ja. Und dann irgendwie, und er liebte also zu essen und vor allem liebte er die österreichische Küche und hat einmal, als wir eine Woche dort waren, weil er für die Festspiele, Salzburger Festspiele, für ein Theaterstück, für den Schwierigen von Hoffmannsthal, die Kostüme gemacht hatte, hat er extra seinen Koch aus Paris mitgebracht, hatte mich gebeten, ein Haus zu mieten, wo er dann eben auch Freunde aus Paris mitbrachte. Und der Koch und ich habe gefunden, eine Köchin, die im Goldenen Hirsch gelernt hatte, die dem Koch also nun die ganzen Mehlspeisen beibringen sollte, wie Salzburger Nockerl und überhaupt die österreichische Küche. Und natürlich habe ich dann relativ viel Zeit in der Küche verbracht, weil der Koch sprach kein Deutsch und die Köchin kein Französisch. Aber es hat sich gelohnt und Karl war glücklich. Also zu der Zeit nahm er immer mehr zu, trug dann im Grunde auch nur noch die japanischen Designer. Also Kimonos und so hat sie geschrieben, ne? Ja, wo du natürlich sehr gut kaschieren kannst. Und so ich hätte die Kur betont. Und eines Tages hat er gefunden, das passt alles nicht zu ihm. Schließlich sei er ein Modedesigner und der Look passe nicht und dies und das und jenes. Hatte zu der Zeit auch entdeckt, die Männermode von Dior, die der Edith Sliman kreiert hatte für Dior. Und er fand die Sachen so toll, dass er da unbedingt reinpassen wollte. Daraufhin, weil er ja sehr diszipliniert war, hat er sich einen Arzt gesucht, Dr. Oudré. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber egal. Und der, die beiden haben also dann für ihn eine Diät entwickelt. Und anhand dieser Diät hat er innerhalb von etwas über einem Jahr, ich glaube 42 Kilo abgenommen. Ja. Das ist ja unglaublich. Und dann haben die beiden auch ein Buch herausgebracht, die 3D-Diät. Ein Doktor, ein Designer, eine Diät. Ja, herrlich. Und da sind also die Rezepte abgebildet und fotografiert und sehr viele Zeichnungen auch von Karl und so. Und das Gute war, ich hatte das Glück, sehr häufig bei ihm auch als Hausgast oder zum Mittagessen eingeladen oder Abendessen eingeladen zu sein. Und du hast aber nie gemerkt, dass man Diät aß, weil er hervorragende Köche hatte. Oh, ja, weil das kann ja sonst sehr trostlos werden. Ja. Also das war, Gurke. Und auf jeden Fall, als er nun so viel abgenommen hatte, passte er in die Klamotten von Dior. Legte großen Wert darauf, dass er die von der Stange kaufte und nicht etwa Maßanfertigungen irgendwo im Atelier. Ja. Und besann sich seines Vaters und seines Patenonkels, die er sehr elegant fand. Mhm. Und wollte ja als Kind eben auch schon die hohen Kragen tragen. Und war immer eben anders als andere Kinder. Aber auf jeden Fall ließ er sich dann plötzlich diese wahnsinnig eleganten Gehröcke anfertigen. Schick. Ja. Und war super elegant, natürlich mit seinem entsprechenden Hemden und dem hohen Kragen und so weiter. Und dann sagt er einmal von sich selbst, aber nur im Deutschen, ich bin eine Geheimratsfigur. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Aha. Das hat aber nur im Deutschen stattgefunden. Also das hat er nie im Englischen oder Französischen gesagt. Und eines Tages, und das war das Allerschönste, wenn so große Umschläge kamen von Kronopost und er mir also irgendwelche Geschenke schickte. Ja. Sehr häufig Skizzen oder Fotos. Und eben auch in dem Fall zwei Fotos, die er hat rahmen lassen von Helmut Newton, wo er
vor seinem Haus in der Rüdel-Universität fotografiert wurde, in einem dieser Gehöcke, und darunter schrieb, für Marietta, ihr Geheimrat Lagerfeld. Oh. Und innen drin ist ein Doppelfoto. Ich dachte, der ist auf dem Buchcover hier, oder? Auf dem Cover, genau. Oh. Genau. Und innen drin... Ist das das Bild auch? Ja. Ja. Und innen drin ist dann eine Doppelseite, wo sein langjähriger Butler im Hintergrund steht. Und da hat er eben auch diesen Gehrock an. Oh. Der Butler hält aber auf dem Kleiderbügel noch ein schmales Jackett. Mhm. Und da hat er drunter geschrieben, wo Marietta avec affection et amitié und Paris Juni, wann immer das war, 2002, ja, glaube ich. Und als ich auf der Suche war nach dem Titel für dieses Buch, habe ich mir überlegt, das Foto ist so genial. Es ist so gut. Und habe dann bei der Helmut-Newton-Stiftung angefragt, ob ich es veröffentlichen dürfe. Und die haben es mir sogar geschenkt, nein, also beide. Wirklich. Und daraus wurde dann eben Mein Geheimrat Lagerfeld. Und da ich das Buch ja auf Englisch und auf Deutsch geschrieben habe, ist es auch My Private Counselor Lagerfeld. Ja. Aber wie gesagt, das war eigentlich nur ein Witz von ihm im Deutschen. Ich finde auch, wenn man da mal seinen neuen Look so überlegt, er hat ja, du schreibst ja auch, er hat immer so ganz tolle Broschen. Ja, und eben, also das ist so dieser Look, den alle kennen. Und eben auch die weißen Haare. Und da spielt ja ein gewisses Trockenshampoo auch eine Rolle. Könnte war man so das sagen. Denn? Genau. Und das sollte ja plötzlich eingestellt werden. Oha. Also, wir haben ja glücklicherweise sehr viel korrespondiert und auch telefoniert. Und ich glaube, die Faxe sind alleine 10 oder 12 DIN A4 Ordner. Also heute, ich habe ja auch gerade gehört, dass Fax überhaupt abgeschafft wird. Das wäre für den Karl ein Drama gewesen. Ja. Also noch gibt es sie, glaube ich, die Behörden können sie noch gar nicht abschaffen. Aber demnächst. Ist wirklich so? Habe ich gerade vor ein paar Tagen erfahren. An alle juristischen Zuhörer, oh, Achtung. Das wird was, ein Erdbeben. Oh, ja, für ihn wäre es ein Schock gewesen. Ja, das, die Haare. Die Haare. Naja, und dann rief er mich an und sagte, also andersherum, warum hat er sich das Haar gepudert? Weil er irgendwann natürlich graues Haar bekam. Er hatte ja ursprünglich sehr dunkles Haar. Ja, ja. Und dann fand er, O-Ton, sein Haar sieht aus wie ein alter Kuhschwanz. Und das fand er scheußlich. Ja, verständlich. Daraufhin fing er an, eben mit Trockenshampoo sein Haar zu pudern. Und dadurch natürlich weiß, und wenn man ihm zu nahe kam und was Dunkles anhatte, musste man erstmal schauen, dass man den Puder wieder los wurde. Aber auf jeden Fall, Panikanruf, er hätte gehört, dass das Trockenshampoo eingestellt würde. Oh Gott. Und nicht mehr hergestellt würde und ob ich mal bei Henkel anrufen könne. Und falls es eingestellt würde, ob sie ihm bitte noch 3.000 von diesen Dosen schicken könnten. Nein. Dann habe ich angerufen bei Henkel. Die haben sich erst mal totgelacht und haben dann also von dem Chemiker eine Bescheinigung geschickt, dass die Zusammensetzung von dem Frutti Trockenshampoo identisch sei mit dem vorherigen. Ja. Und daraufhin brauchte er also keine 3.000 von diesen Sprühdosen zu bestellen. Und das Problem war gelöst. Ja gut, hätte ich aber auch gemacht, also in seiner Rolle, wenn ich er gewesen wäre. Also klar, erstmal Vorrat. Ich finde es das Schlimmste, wenn Produkte auslaufen, die man liebt. Also da fragen sie anscheinend nicht die Lieblingskunden, was da los ist. Also gigantisch. Also seine Haare, der neue Stil, alles lief. Du schreibst in seinem Buch eben auch, wie ist so sein, eigentlich so sein Tagesablauf gewesen. Zu morgens hat er, er hat ja so wahnsinnig viel gearbeitet. Ja, ich meine, wenn man sich vorstellt, wie viele Marken er Vollzeit tätig war und wie viele Kollektionen das bedeutet, die er alle selber gezeichnet hat und sich ausgedacht hat. Also kann man gar nicht vorstellen. Wie sah sein Tag aus? Also, er ist sehr früh aufgestanden. Und manchmal hat er einen Traum gehabt, wo ihm quasi in dem Traum
die ganze neue Kollektion, egal jetzt ob für Chanel oder für Fendi oder was auch immer, geschickt wurde. Im Kopf. Visualisiert wurde, inklusive der Dekoration, inklusive Frisuren, Make-up und so weiter. Ach so. Und praktischerweise hatte er im Schlafzimmer einen Schreibtisch. Ah ja, sehr gut. Und daneben war sowieso sein Arbeitszimmer. Aber er ist dann gleich an den Schreibtisch gegangen und hat sofort alles festgehalten, was er geträumt hat. Und dann hatte er noch eine Spezialität, dass er sein Frühstück serviert bekommen wollte, aber im Salon nebenan. Mhm. Aber es sollte ihm dorthin gestellt werden und dann konnte er dorthin gehen, wann immer er wenn wollte er ready war. Und frühstücken. Aber er wollte eben nicht beim Frühstück quasi, oder er wollte nicht das Frühstück in dem Sinne serviert bekommen. Nee. Und in dem Zusammenhang ist auch ein typisches seiner Lieblingswochenenden, wenn er nicht auf Reisen war, dass er sein Personal nach Hause geschickt hat am Wochenende. Ja. Die mussten aber davor den Kühlschrank füllen, weil er sagte, er konnte nicht mal ein weiches Ei kochen. Das ist so sympathisch. Ja. Und dann konnte er im Haus rumlaufen, wie er Lust hatte, mit offenem Haar und konnte natürlich sich jederzeit auch im Kühlschrank irgendwas holen. Ja. Und weil man wusste, dass diese Wochenende ihm so heilig waren, um die Batterien wieder aufzuladen und so weiter, hat man ihn wieder angerufen, geschweige denn Fax geschickt. Nee. Es sei denn, es hat gebrannt aus irgendeinem Grund, aber ansonsten eben überhaupt nicht. Ja. Aber um den Tag zu Ende zu beschreiben, also nach dem frühen Aufstehen, dann hat er sofort entweder gezeichnet oder eines seiner vielen Fakte geschrieben oder wie auch immer und hat dann sehr häufig sich zum Mittagessen entweder verabredet mit Redakteuren oder auf jeden Fall ist er dann ab mittags in den unterschiedlichen Häusern gewesen, also in den Ateliers, bei Chanel oder bei Lagerfeld und hat dort also mit den Mitarbeitern gesprochen. Mhm. Und das finde ich jetzt ein ganz spannender Punkt, weil jetzt tauchen wir so ein bisschen ein in, wie sieht das eigentlich aus behind the scenes generell in solchen Häusern, aber vor allen Dingen jetzt mal bei Chanel. Und du schreibst ja auch ganz detailliert über die großen Schauen. Ah ja, hier habe ich zufällig geschafft aufzuschlagen. Es gab ja, wie gesagt, Haute Couture und Prêt-à-porter. Und da gab es ja auch verschiedene Ateliers, eben auch noch im Accessoire-Bereich und so diese kleinen Geschichten. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Du warst ja live dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wenn man allein nur an Chanel denkt, ist man ja schon fertig mit den Nerven. Und dann ist man dann, wie sieht das aus behind the scenes? Noch nicht mal bei der Modenschau selbst, sondern davor. Wie es behind the scenes bei Chanel aussieht und was Marietta noch zu berichten hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge vom LeCare Podcast. Denn dort sprechen wir ausgehend von Mariettas Arbeit bei Chanel über die aktuelle PR-Landschaft und deren Entwicklung. Alle Informationen und Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website lecare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Also, stay tuned!